Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen wieder zu Atomic Heart. Wir machen ein bisschen weiter. Der eine oder andere ist ja doch noch interessiert. Speichere Daten. Und es geht weiter. Wir wollten ja unbedingt rausgehen. Schauen wir noch einmal hier rein. Eieiei, alles versifft hier. Dann geht's weiter. Ich glaube, langsam kommen wir raus. Nicht ständig so mit der Birke rumgespielt, oder? Nein, absolut nicht. Die Birke ist zuallererst ein Symbol. Obwohl sie durchaus eine sorgfältige Pflege benötigt. Alle zwei Tage. Das heißt, man muss jeden zweiten Tag rumlaufen und 4 Kanister einsammeln? Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. So. Ah, okay. Das war noch die Tür. Ah, der versucht das zum Reparieren, oder wie? Okay. Auch nicht schlecht, Freunde. Auch nicht schlecht. Ah! So, Moment mal, gibt es da so ein Spawn irgendwo, wo die spawnen? Der wollte das wieder reparieren. Der Kollege. Warte jetzt mal, ich muss glaube ich einen dicken lauter drehen, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Solange er mich hört. Ich schieß mal. Ja, ist schon laut, aber ja. Ich glaube, sollte passen, die anderen labern, sollte man mich eh nicht hören. Ja, da werden die, ja, die kommen die raus, ja, das verpeile ich ja auch immer wieder, weil ich ein bisschen defensiv unterwegs bin. Ja. Aha, da ist einer drin. Wir gehen aber da entlang, genau, wo wir hin müssen. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Aha. Da runter. Was ist hier? Nichts. Passt. Aha. Ein Jammer, dass es so enden musste. Niemand hatte damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte. Es hieß immer, zu den Sternen, strahlende Zukunft. Doch jetzt kann ich nur noch hier rumliegen und über alles nachdenken. Wie lange ist der Angriff der Roboter her? Mein Zeitgefühl ist ehrlich gesagt nicht das Beste. Aber es muss schon eine Weile her sein. Mindestens ein paar Tage. Okay. Alles klar. Ach so. Ja, genau. Kannst du mir irgendwas sagen? Bekommen wir da noch was alles angefangen? Zusatzinfo? Alles so schnell. Es war unerwartet. Und sehr blutig. Du kannst ja von Glück reden, es sind nur noch wenige Roboter übrig. Doch am ersten Tag wimmelte es hier nur so von ihnen. In jedem Gang schrie jemand, starb jemand. Und wohin sind die Roboter gegangen? Woher soll ich das wissen? Sie haben sich wohl über die Anlage verteilt. Ich vermute, dass sie durch diese Tunnel gegangen sind. Einige wurden ausgeschaltet, aber der Rest ist immer noch da draußen und wartet auf Opfer. Ja, scheint dich nicht so mitzunehmen. Scheint dich nicht so mitzunehmen. Wozu auch? Mein Bedarf an Aufregung und Geschrei ist gedeckt. Ich rastete aus, ich fluchte. Ich sah entsetzte, sterbende Menschen. Am meisten fürchteten sie sich nicht vor den Robotern, die sie abgeschlachtet hatten, sondern vor mir, wie ich tot dalag und redete. Was glaubst du, warum das so ist? Weil es echt unheimlich ist, mit einem toten Mann zu reden. Ach, du meinst, warum ich rede? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob ich das gut finden soll. Ist ja alles auch egal. Naja, ich muss los. Verstehe. Bis dann. Ja. So,
Wir haben jetzt auch nicht wirklich essentiell Wichtiges Neues erfahren. So, wir müssen jetzt hier unsere Kanister reinballern. Hat lang genug gedauert. Einmal die Biene. Ich hasse Parasiten, ob menschlich oder nicht. Wenigstens kann der Baum nicht entspannen. Einmal Eis. Die Schädlinge wurden vernichtet und die Birke ist wieder in normalem Zustand. Na schon. Haben wir das hinbekommen, oder? Ja, wunderbar. Wunderbärchen, Freunde. So, es gibt sicher einen Speicherpunkt hier, oder? Bevor wir in den Lift reinsteigen. Ah, vielleicht geht's da nach oben, Freunde. Da geht's ja auch nach oben, aber sieht wie weit oben. Offen. Wir können den Vavilov-Komplex verlassen. Na, endlich. Na, Gott sei Dank haben wir... will ich keine verdammten Kanister mehr sehen. Wir können es verlassen, aber wir können auch nicht ganz speichern hier, oder? Ja, ist egal. Das wird ja hoffentlich... Bei dem geschafft, Punkt eh speichern. Immer mit der Ruhe, ich war das. Ich habe für moralische Unterstützung gesorgt. Ja, jo. Wie auch immer. Ein bisschen geholfen hast du schon. Ja, Charles. Dich? Diese Frage trifft auf mich zwar nicht ganz zu, aber trotzdem vielen Dank. Mir geht es gut. Können wir jetzt gehen? Jo, von mir aus, will ich noch umsehen? Nee. Let's go. Ja, klar. Ich habe nicht vor, hier Wurzeln zu schlagen. Ja, genau. Lieber aussteigen. Ich nehme mal lieber die... Oh. Warte mal auf, bitte. Und? Sind wir jetzt bereit? Ernsthaft? Jetzt kommt der Text noch einmal. Gehen wir. Let's go. Charles, wie ist Chariton Sacharow gestorben? Wollen wir jetzt wirklich raus, Freunde? Unter ungeklärten Umständen. Oh, eine Folge. Dr. Sechenov ist der Einzige, der die Einzelheiten kennt. Ungeklärte Umstände? Und Dr. Sechenov hat keinem erzählt, was passiert ist. Doch. Angeblich ist Professor Sacharow ausgerutscht und in ein Becken gefährlicher experimenteller Neuropolymere gefallen. Hm. Scheiße. Armer Kerl. Was ist denn daran so ungeklärt? Manchen Leuten kommen gewisse Aspekte der Geschichte merkwürdig vor. Zum Beispiel? Aufgrund einer bizarren Verkettung von Umständen konnte kein Bildmaterial des Vorfalls sichergestellt werden, obwohl in den Laboren ständig alles dokumentiert wird. Naja, kann mal passieren, oder? Kameras gehen kaputt oder Daten werden nicht aufgezeichnet. Durchaus möglich. Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass das fragliche Polymer überhaupt nicht gefährlich ist. Daran stirbt man nicht. Du selbst schwimmst gern darin. Oh, na schön. Aber vielleicht handelte es sich bei dem Polymer um eine einzigartige experimentelle Probe oder sowas. Eine gefährliche Variante. Auch das ist durchaus möglich. Mhm. Aber hätte Professor Sacharow nicht gewusst, dass die Probe, mit der er arbeitete, gefährlich war? Er hat sie schließlich eigenhändig erschaffen. Zusammen mit Dr. Sechenov. Das ist doch nicht zu fassen. Hm. Dauert das so lange oder habe ich jetzt irgendwas verpasst hier? Okay. Wollt schon jetzt auf Pause drücken für wir euch? Zur Station Lesnaja und den Zug nach Solnetschnaja nehmen. Von da aus geht es zu Fuß weiter. Und wo können wir diese Station finden? Sie ist auf der anderen Seite des Dorfs. Dann lass uns gehen. Okay, die Station auf der anderen Seite des Dorfes. Was soll es sein, Major? Lass uns mal hier reinschauen. Hä? Acht nur? What? Okay. Dachte, ich hatte da mehr, aber okay. Was haben wir verdorben? Speichere so. Daten. Okay. Kommen weiter, Freunde. Wir kommen weiter. Ah,
Ah. Ein Blutschrank. Sehr schön. Ja, die alte Technik, oder? Wahnsinn, Wahnsinn. So, und jetzt Open World, Freunde. Wie sie es halt nennen. Es wird halt, ich schätze mal, in einem gewissen kleinen Bereich sein, aber... Was machen die hier? Sie reparieren defekte Roboter. Sicherlich nicht bei Assassin's Creed. Je mehr Bestellers da sind, desto schneller wird die Reparatur ausgeführt. Die sind gerade nicht gefährlich. Geh weiter und beachte sie nicht. Okay. Nein, ich warte lieber. Einer von mit einer Kreissäge. Es wäre gut, wenn er mich nicht sieht. Mhm. So, habe ich das Relais und der Windfänger WTG. Der habe ich, das ist der, was fliegt, ist der regionale Uplink des Systems. Er hält sich mit Hilfe eines Windgenerators in der Luft. Das heißt, Windgenerator vielleicht ausschalten, oder? Ein habe ich kann über ein Terminal gesteuert werden. Wenn die Löwenzahnüberwachungskameras feindliche Aktivitäten aufzeichnen, wird ein Alarm der Stufe 2 in der nächsten Roboterfabrik geschickt, um Verstärkung anzufordern. Also das sollte man eventuell vermeiden. Soll man den ausschalten? Also wir nehmen mal den Stromding. So, wo ist jetzt was? Wo müssen wir hin? Wir müssen mal da nach hinten. Okay. So, Überwachungskamera. Hier sind überall Kameras. Wohin übertragen Sie, was Sie aufnehmen? Informationen der Sicherheitskameras werden zum fliegenden Roboter-Kontrollknoten Habicht geschickt. Aha. Und... was macht er, wenn er mich in einer Aufnahme entdeckt? Bei einer Entdeckung wird Alarm der Stufe 1 gegeben. Und alle Roboter in der Nähe kommen zu deinem aktuellen Standort. Sieht eine Kamera einen Angriff auf einen Roboter, wird Stufe 2 ausgelöst. Und der Habicht entsendet weitere Kräfte. Hä? Achso, warte mal. Wie erkenne ich die aktuelle Alarmstufe? Sammeln die das nur ein oder reparieren die das? Stufenanzeige ausgestattet. Ja, da redet sie oben, ich weiß. Ich schau mal kurz, reparieren die das oder? Dann haben wir ein Problem mit. Oh Scheiße. Wird das tatsächlich repariert? Sieht mal so weit nicht gefährlich. Das ist eine mobile Kamera. Alter Schwede. Ja, geil. Das ist wieder so ein Spawnpunkt, die immer nachspawnen. Ach du Scheiße. Ei. Na gut, wenn wir hier weitergehen, ist ja eh Rille. Ja, ja, wurscht. Der baut das ohnehin wieder auf anscheinend. Wir können uns auf jeden Fall ein bisschen Material nehmen. Also, bitte alles alle nach. Ja, genau. Es war mir eine Ehre, mit dir zu dienen, Major P3. Ah, die... Bedauerlicherweise wirst du in Kürze sterben. Boah, diese Tasten am Ding ist aber... ehrlich gesagt, ein bisschen... diese Tasten... sind ein bisschen gefährlicher. Heilig.
Komm, wir laufen einfach. Woher kommen die überhaupt? Ein Hummelroboter transportiert sie. Ah, fuck, hätte ihr den können ausschalten? Ich glaube, den hätte ich können ausschalten, oder? Den hätte ich können überraschen. Aber wir laufen einfach darüber. Welche ich habe keinen der Bock Anlage da. Sind sonst noch gefährlich? Alle vermutlich. Außer den Tereshkovas, denn sie operieren autonom und sind nicht ans Netz angeschlossen. Also hat der von Petrov infiltrierte Hauptsender keinen Zugriff auf die Tereshkovas. So. Endlich mal jemand, der es nicht auf mich abgesehen hat. Na, schönen Dank auch. Für nichts. Für nichts. So, kommt jetzt noch wer? Ne, wir können ein bisschen davonlaufen. Ja, passt schon. So. Ach, du meine Güte. Brauchen wir oh, rot unten? Ja, sehr geil. Das ist gelb und blau umdrehen plus eins weiter. Okay. Ich nehme mich wieder dazu, wenn ich es geschafft habe. Ah, okay, Freunde. Da spiele ich mir nicht so lange herum. So, das könnte man ausschalten. Aber egal. Wo gehen wir hin? Wir müssen darüber. Einfach rüber. Gibt es vielleicht irgendwo ein leichteres Schloss? Ich schaue jetzt nicht bei jeder Ecke, ob irgendwo irgendwas ist. Ah, okay, hier können wir auch reingehen. Wow, was schießt auf mich? Da ist hier wieder der zentrale Knotenpunkt. Wenn ich den ausschalte, eventuell. Ah, der Kollege ist es. Na gut. Das können wir auch mal probieren, aber den haben wir mal. Ich höre doch was. Jetzt kommen die schon wieder reparieren, das gibt's doch nicht. Ja, das können wir wohl nicht vermeiden, außer wir schalten das spezielle Ding aus. Was ist denn? Ja, verpiss dich doch. Was ist das denn? Wir haben hier in Ruhe aufsperren. Hä? Nimm mal das Trapped her. Aktion, drehen, ne, wird, what? Okay, ich check's wieder nicht. Ich glaube, das muss ich nur normal drehen. Wie hat das nicht geklappt? Gibt doch nicht. Da steht doch nur Aktion. Ich kann mich schon nicht mehr erinnern. Aha. Ach so. Je nachdem, wie das steht, oder was? Ah, jetzt habe ich es verstanden, aber... Ah, okay. Jetzt habe ich es kapiert. Einmal möchte ich schon... Ach, das ist ein Nochen. Jetzt habe ich es wenigstens mal verstanden. Das ist ja noch okay, sage ich mal. Was ist da drin? Da steht einer. Okay. Jetzt ballert er wieder auf mich von da drüben. Das ist doch ein Witz. Jetzt haben die den repariert. Danke, Kumpel. Deswegen immer vor den Wallhack anschauen. So, wo müssen wir hin? Rechts. Lass mal den. Let's go. Achso, wir müssen... Nee, was? Ach so, schnell! Oh, nein! Ich habe nicht gewusst.
Robot Wars. Ich muss dann die Taste, was kommt, schnell drücken, dann haben wir ihn überbrückt. Okay, ja, das ist ja auch wieder. Tut er das nicht gleich wie so ein schnellen Ding hier? Ah. Ihr wisst schon, einen schnellen Takedown über allen anderen Spielen. Nein, da musst du noch selber was drücken. Das Schnapp. Ah, Modul. Modulschloss wird vom Ökosystem verwendet, um den Zugang zu wichtigen Gebieten zu kontrollieren. Nur die Lebenszeitkamera kann mit dem Schloss interagieren. Administratoren können sich über das nächste WLAN-Hilfsschnittstelle mit der Kamera verbinden. Ah, okay, ja, super. Ach, scheiße. Das Sicherheitssystem hat das Tor verschlossen. Wir brauchen Zugang. Den kriegen wir nur durch eine Verbindung mit den Sicherheitskameras. Die Fähigkeit besitze ich aber leider nicht. Es gibt ein spezielles Kameradiagnosesystem, KDS-2, WLAN. Damit kann ich die Verbindung herstellen. Das könnte auch noch für andere Sachen als Diagnostik nützlich sein. Hoffentlich gibt es hier irgendwo eins. Laut der verfügbaren Daten befindet sich im Dorf ein Gerät mit dieser Bezeichnung. Ich empfange sein Signal. Benutze den Scanner, um die Koordinaten zu triangulieren. Mach ich gleich. Hol nur schnell ein bisschen Loot, Kumpel. Da gibt es sicher eine zentrale Schnittstelle, wo wir alles irgendwie deaktivieren können. So, wir versuchen einfach mal hier hinzugehen, wo wir hin müssen. Da nach oben müssen wir. Okay. Ich verstehe. Hallo. Wow. Hä? Hat das reingesprungen oder was? Hallo. So, erstmal hier ein bisschen looten. Liegt doch schon wieder was, oder? So, hier haben wir noch was. Hä? Ach so. Na, da haben wir genug Schuss. Am Start, die Elektro können wir auch verwenden. So. Das ist mal versiegelt. Cool. So, dann haben wir hier noch was. Okay, warum wird das noch blau angezeigt hier? Weil hier noch was drin ist. Aha. Alles mitnehmen, jawohl. Nichts liegen lassen. Also mit, haben wir jetzt irgendwo mal ein neues Rezept? Schwedegriff. Rezept, what? Keine Ahnung, ich will mal diesen Kalaschnikow haben. Aha. Ah, oh, die nerven wir da. Jetzt reparieren die das wieder. Geben wir ein bisschen was zum Tun. So. Rauf. Ja, ein bisschen was mitnehmen wieder. Ja, Waffen bauen, upgraden, das mache ich dann offscreen. Wollte ich euch nicht belästigen. So, gut, okay, wir müssen anscheinend auf den Turm rauf. Okay, gehen wir wieder da runter. Ich will nicht runter springen. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Keine Ahnung. Na, der repariert, aber okay.
Ah. Da geht doch. Oh, oh. Voll reingelatscht. Ach so, das ist, ach, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Nein, ich habe mich verguckt. Ich habe mich verguckt. Aber komplett falsch abgebogen, oder? Nee, hier müssen wir her. Alter, bin ich komplett falsch gegangen. Ah, wir fahren schon. Cool. Können wir uns mit diesem Gerät in das Sicherheitssystem hacken? Sich ins System einzuhacken wäre gar nicht so einfach. Hier kommt aber keiner her. Zugang verweigert. Bitte gültigen Code eingeben. Wo ist das Feuersöhnchen? Oma, bist du das? Du hast die alte Oma Sina also nicht vergessen. Die Oma! Wie geht es dir im Wawilow-Komplex? Boah, geht so. Gefällt dir dieser süße kleine Busch, den sie da haben? Dieser süße kleine Busch hat mich fast umgebracht. Ich konnte gerade noch entkommen. Und jetzt sitze ich mit diesem verdammten Volan fest. Ein kleiner Tipp für dich, Söhnchen. Du brauchst größere Waffen. Dann kannst du diese fiesen Dinger problemlos ausschalten. Tja, an Waffen kommt man hier aber nicht so leicht. Besuch mich in meiner Hütte. Ich finde einen Bauplan für dich. Damit kannst du dich in den Volan hacken. Ich habe hier irgendwo noch Codes dafür. Deine Hütte? Was für eine Baba Yaga wäre ich denn ohne eine Hütte auf Hühnerbeinen? Du bist wirklich einzigartig. Okay, dann auch noch darüber, weil ich weiß nicht, ob wir gespeichert haben. Deiner Hütte. Wo ist sie? Siehst du das Feld auf dem Hügel? Ja, ich komme rüber. Turmhaus entlang. Geh in die Richtung und warte auf mich. Dauert nicht lange. Ich komme rüber. Let's go. Ich bin schon da. Okay, das scheint relativ okay zu sein, das Ganze hier, oder? Hier gibt es aber keinen Loot, oder was? Können wir hier speichern? Wir müssen speichern, Freunde. Okay, hier scheint das relativ clear zu sein, alles. Wir müssen aber irgendwie speichern. Deswegen machen wir das noch mit. Okay. Wow! Okay, ich kann nichts machen. Das ist ein Video. Lass mich los, du Mistkerl! Aua! Wow! Oioioioioi, was ist das? Ja, coole Sache. Wurde auch Zeit. Das Scheißteil hat mich fast getötet. Ja, hier können wir doch speichern, oder? Oh. Das ist ja mal eine nette Hütte. Jetzt bin ich ja da, Söhnchen. Ach, danke für deine Hilfe, Oma Sina. Also, Oma Sina, sensationell. Die werde ich brauchen. Trink erst mal ein Tässchen Tee. Noch ein Cutscene, oder was? Ah, okay. Ja gut, die nehmen wir noch mit. Egal, wie lange es dauert. Ja, über die 30 kommen wir wohl wieder. Da steht der Kessel, bedien dich. Okay. Netter Fernseher. Was läuft? Cartoons, setz dich, guck zu. Sorry, Freunde. Was ist das? Bezüglich der Berichte. Da ist ein geliebter Setchenov. Sieh es dir ganz genau an. In Anlage 3826. Die Störung wurde bereits behoben, Genosse Molotow. Alles läuft wieder normal. Es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Behoben oder nicht? Unsere amerikanischen Freunde werden wohl von diesem ungeheuerlichen Zwischenfall erfahren. Ist Ihnen klar, was das bedeuten würde? Einen internationalen Skandal! Ich sehe durchaus... Durchaus? Unser Atomherzprojekt ist gefährdet. Mein Projekt.
Ein Projekt, das ich schon vor diesem verdammten Krieg begonnen hatte, dem die Anerkennung von Ihrer Seite verweigert wurde. Wie viele Millionen Sowjetbürger mussten im blutigen Gemetzel dieses Kriegs sterben? Ich hatte geschworen, dass die Welt so etwas nie wieder sehen würde. Sehr schön. Dass Ihnen Menschenleben immer noch mehr bedeuten als Ihre mechanischen Spielzeuge, Genosse Sechenov. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir alle langsam von den Sanktionen des Westens erstickt werden. Genosse Molotow, Menschenleben haben für mich den höchsten Stellenwert. Das Zeitalter der kapitalistischen Ausbeutung endet bald. Die westliche Arbeiterklasse wird das Joch der Unterdrücker abschütteln. Ich verstehe meine Pflichten sehr wohl, Genosse Molotow. Die Polymerisation der Sowjetbevölkerung, der Start des neuronalen Netzwerks Kollektiv, das Atomherzprojekt. Von welchen Pflichten reden Sie, Genosse Sechenov? Wenn die Amerikaner herausfinden, dass ihre Roboter in den Kampfmodus versetzt werden können, ist ihr Projekt erledigt. Das kann ich Ihnen garantieren. Sie werden es nicht herausfinden. Wie gesagt, die Störung ist behoben. Genosse Sechenov, einige Mitglieder des Politbüros verlassen sich vielleicht auf Ihr Wort als Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften. Aber ich fürchte, mir genügt Ihr Wort nicht. Was soll das heißen? Das Politbüro hat den Beschluss gefasst, dass ich eine Sonderkommission leiten soll, die ihre Störung untersucht. Wir werden im Laufe des Tages in der Anlage eintreffen. Habe ich mich klar ausgedrückt, Genosse Sechenov? Gewiss, Genosse Molotow, wenn die Partei es für notwendig hält. Heilige Scheiße, Omasina. Wie zur Hölle kannst du das empfangen? Direktverbindung. Ich habe meine Augen und Ohren überall, Söhnchen. Mach dir keine Sorgen, okay? Das geht dich nichts an. Außerdem wartet Arbeit auf dich. Okay. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Es ist ja, für die Volancodes. Du kennst dich doch mit Volancodes aus, oder? Oh, hast du hier einen Sperrpunkt? Du kannst ihn meinem Fabrikator geben. Er weiß nicht. Im Gegensatz zu deiner Freundin. Was? Welche Freundin? Danke auch. Du bist ein echter Schatz. Oh, neue. Der Dominator. Sehr schön, Freunde. Ja, ich mache jetzt hier trotzdem Schluss. Der muss ja hier irgendwo gespeichert haben, oder? Keine Ahnung, bevor ich hier reingegangen bin. Oh, die. Cool hier. Ja, ich mache jetzt hier Schluss. Es hilft nichts. Ich weiß nicht, wo ich hier Speicherpunkt hat. Sie leider keine, die Oma hier. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Egal. Ich mache auf jeden Fall mal hier Schluss. In Notfall muss ich noch ein bisschen her spielen. Soweit kann es ja nicht sein. Irgendwo muss er ja gespeichert haben. Kann ich hier mit X nicht? Ne, geht nicht. Die ganze Zeit habe ich natürlich, jawohl, wieder Q und E, habe ich wieder alles und V wieder alles vergessen einzusetzen. Ja, sehr schlau, Böhne. Ja, wir sind ja trotzdem durchgekommen, aber naja, wieder vergessen. Geil. Aber nette Bude Oma hier, ja. Und, ja, mal schauen. Das war's mal, jetzt sind wir mal draußen gewesen. Mal schauen, ob wir noch einmal ein bisschen weiter schauen, ob das noch irgendwie interessiert mich noch, wie es weitergeht, ja, mit dem Molotow und Sechenov. Ja, mal schauen. Solange ihr noch einigermaßen am Start seid, bin ich auch hier mit der Aufnahme am Start. Ich spiele es auf jeden Fall mal weiter. Noch ist einigermaßen okay. Wenn wir zumindest über 20 sind, Minimum, sage ich mal, Aufrufe, passt das. Für mich jetzt mal so grob. Und ja, das war's dann für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.